Recht herzlich willkommen zur 85. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, letztes Mal haben wir die Schiffe in Auftrag gegeben, die da noch gebaut werden. Obwohl, jetzt steht da 14, letztes Mal stand da 20. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch welche gebaut werden oder ob es... Ne, da werden ja noch welche gebaut. Und hier waren es 5, weiß nur wahrscheinlich nicht, wie wir da eingegeben haben. Passt schon, wird schon passend sein, würde ich jetzt mal sagen. Weiterlaufen lassen. Kann man dann vielleicht nochmal gucken. Vielleicht kann er es dann. Ne, kann er trotzdem nicht. Okay, alles klar. Die werden aber definitiv, denke ich, dann dahin kommen, ne? Brandenburg, Handelskriegsgrund verloren. Okay, wie sieht es denn hier so überhaupt aus? Aber das haben wir ja sang- und klanglos letztens verloren. Aber da ist auch keine Dingens mehr drauf, ne? Anspruch fingieren wir da jetzt. Amor. Okay. Okay. Und können wir da auch schon oder nicht? Ne, können wir nicht. Wird ja hier stehen, ne? Gut, dann läuft das noch. 10 haben wir da schon fast. So, jetzt müssen wir mal schauen. 54 Truppen haben wir da. Schiffe werden dann mehr. Jetzt sind es 44. Waren es die ganze Zeit, glaube ich. Werden aber noch gebaut. Ja, wie sieht es denn auf dem anderen Kontinent aus? Da oben machen wir irgendwas. Ja, werden wir gerade mal Dingens machen. Da können wir jetzt nicht, oder? Wird von Bretagne beansprucht? Wird von Bretagne beansprucht. Ja, das sehen wir dann, ne, was wir daraus machen. Ich hätte gern auch gesagt, das hätte ich beansprucht. Wie geht das denn, ne? Mhm. Kultur und Bevölkerung ist Englisch. Okay. Na, da kommen wir jetzt nicht drum rum. Das müssen wir so nehmen. Was das wird von Bretagne beansprucht, haben wir aber schon, oder? Oder nicht? Okay. 13. Kommt da auch wer von denen dann? Die haben ja 15, ne? Dann marschieren wir mal rüber. Müssen dann mal gucken, ob da wer kommt und hilft oder nicht, ne? Ja, die gehen in Marschrichtung endlich. Okay, wo müssen wir dann als nächstes hin? Da. Ist die Frage, ob wir die mit 8 niederkämpfen, ne? Die gehen nach da oben, okay. Oder gehen doch nicht dahin? Doch, gehen dahin. Dann gehen wir dahin, befreien das schon mal. Und irgendwann kommen hoffentlich die Neufundländer und verteidigen ihr Land. Okay. Die sind schon da, das ist schon mal gut. Das haben wir schon befreit. So. Gucken wir mal, wo die hinziehen. Ach, die sind schon da. Sehr interessant. Dann unterstützen wir das mal schnell. Ich habe die jetzt nicht kommen sehen, ne? Aber die kriegen das auch alleine eigentlich hin, ne? Aber so geht's schneller. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Ruhe und Ehre dadurch, ne? Dann gehen wir wieder hier hin. Das dauert auch nicht lange, dann haben wir das geschafft. Ja. Ja, ich würde jetzt erstmal hier hinrücken, ne?
Ach, guck mal, Kastilien hat schon das besetzt. Okay. Kolonist wird in 500 Tagen ankommen. Wow. Geht denn hier irgendwo was? Ich glaube nicht, ne? Das ist dann. Na, der wurde entdeckt. Okay, wir haben jetzt aber schade, gerade 25 gehabt. Okay, abberufen. Sind wir hier? Sind wir? Diplomatie. 15. Januar geht erst ein bisschen später. Ist ja echt doof, ne? Naja, okay. Ist halt so. Gucken wir wieder hier drüben. Florida. Britannia meint, das könnten sie alle haben, ne? Aber ich hätte jetzt gerne hier was gemacht, aber geht nicht, ne? Oder was? Das ist gleich durch. Okay. Okay. Sehr gut. Und da können wir jetzt immer noch nichts machen, oder was? Okay. Jetzt haben wir eine richtige Flotte wieder. Die Mission ist erledigt. Nächste Mission. Rivale unseres Rivalen. Okay, das Oberste ist gerade weg. Ja, das ist doch mal ein Wort. Okay. Die hat Florida den Krieg erklärt. Wo sind denn die vielen Truppen von denen da oben? Okay. War jetzt nicht so logisch, das da oben so zu machen, ne? Berater kostet weniger 10. Tier. Ist die Frage, ob wir da noch Berater brauchen oder nicht. Wir haben welche, ne? Dann machen wir das so. Gut, die laufen da jetzt hin. Und das ist jetzt hier wer? Bretonische. Dann lass die da auch mal hinlaufen. Stellt sich mir nur die Frage. Was passiert da? Also die haben denen hier was weggenommen, die Castilla. Mal Pause, was haben wir jetzt hier? Dukaten erhalten, Prestige. Nehmen wir natürlich das Prestige, weil wir schon Negatives haben. Okay, jetzt sind wir dann komplett im Krieg. Das ist ja schön. Das heißt, wir können jetzt auch hier was tätigen. Nee, das bringt dann nichts.
Dann gehen wir mal dahin. Und wir befinden uns dann mit denen auch im Krieg, ne? Okay, die Flotte kämpft gerade, ist aber gerade gut unterwegs. Nur 60 Schiffe haben jetzt gerade die Bretonen platt gemacht, wohl. Ja, machen wir. Gucken wir, dass wir diese drei Ländereien mal gerade einnehmen. Da oben waren auch noch ein paar. Okay, die Franzose hat irgendwem anders den Krieg erklärt. Gegen Brandenburg. Okay, lass mal die 35 da erstmal rüber. So, da sind natürlich 38. Ich hoffe, die anderen kommen schnell nach. Sieht gut aus, oder? Okay. Dann ziehen wir mal nach Finisterre, oder wie das heißt, darüber. Okay. Und die bleiben da schön stehen, ne? Warum machen die nix? Weiß auch keiner, ne? Und belagern die Stadt. Okay. Realität verlieren wir. Ja, Geld spielt keine Rolle, wie wir gerade sehen. Lass mal weiterlaufen. Ja, ist da eine Burg drauf oder eine Festung, ne? Ja, sieht so aus, oder? Da ist flaches Land, da war auch. Da auch. Okay, hier ist die Festung. Und die belagern wir gerade. Okay, die ziehen sogar ihre Truppen hier noch ab. Noch cooler. Versteht jetzt keiner, ne? Oder Schiffe bringen die da rüber. Das kann natürlich auch noch sein, ne? Versteht jetzt nicht wirklich jeder, oder? Kurz gucken, was hier passiert. Okay, da haben wir schon eingenommen. Gehen da mal hin. Die sind da unterwegs. 51 Schiffe, okay. Wie sieht's da aus? Das dauert noch. Ich glaube, wir heben noch ein paar Truppen aus, ein paar haben wir ja noch. Und der Rest machen wir hier noch ein paar von. Okay. Das läuft schon mal. Nur gucken, dass wir die hier kriegen. Ich weiß nicht, die sind hier rüber gefahren, ne, die ganzen Leute. Weil Floride wahrscheinlich der Hauptaggressor ist. Sind die Truppen hier angekommen? Die sind ja auch nicht doof, ne? Muss man ja sagen. Aber wir machen erstmal hier weiter. Und das war das gleiche, ja, die Mauer ist schon durchbrochen, kann nicht mehr lange dauern. Bringen wir die erstmal alle zusammen. Lange dauert das noch? Okay, das war jetzt da drüben, denke ich. Okay. Greifen wir die in Florida da oder die von Florida da mal an. Oder bretonisch Louisiana.
Okay. Sieht ganz gut aus, ne? Haben wir gewonnen. Ah, da sind sie schon abgehauen. Dann gehen wir mal dahin. Ich weiß auch nicht, wo die 20 sind. Das ist das nächste, ne? Ach, das ist schon. Ach so, war das gerade befreit oder war das überhaupt befreit? Okay, hier ist noch nicht fertig. Wir schon alles? Ja, sieht so aus. Okay. Die Frage, ob wir hier noch ein bisschen was nachlegen. Machen wir mal. Ja, wo haben wir gewonnen? Die haben keinen Anführer, ist klar. Was machen die da? Neufundland? Das ist der Hammer. Hier brennt die Erde und wir laufen da hinten hin, ne? Ja, so wird's nie was, ne? Wäre auch schön, wenn wir das hier mal schaffen. Jetzt brennt es auch schon. Warum kommen wir jetzt hier mit mal 38 her? Machen wir Pause. Aha. Die haben das befreit, okay. Jetzt müssen wir mal gucken, was da passiert. Ob da was passiert, ist die nächste Frage, ne? Wir können das ja mal so machen, ne? Gucken, was da passiert, ne? Wenn wir die da rüberholen. Lass mal laufen. Ist hier noch was los? Okay, die greifen wieder uns an. Verlieren aber auch wieder. Und die sind da sehr interessant unterwegs. Da machen wir mal eine Einheit raus und dann wird das hier mal fertig. Ist ja nicht zu glauben, oder? Da haben wir fast doppelte Kraft hier. Okay, was passiert jetzt hier? Ja, kann eigentlich nicht mehr lange dauern, ne? Da sind schon 39 geworden und wir haben nur noch 71, ne? Lange dauert das? Ich sehe schon, das wird wieder nix. Machen wir schon mal hier. Da hinten haben wir verloren. Alle aufgerieben. Oh, 30 Königstruppen hier oder so. Adlige Rebellen. Aus der Bretagne. Krass. Das haben wir immer noch. Okay, hier können wir auch noch was machen. Schmeißen wir gerade eine Pause rein. Wachstum. Gegen den Verfall können wir was tun.
Verschleiß und Unterhalt. Das hört sich hier auch besser an, oder? Machen wir das mal. Das können wir auf jeden Fall machen. Das sammelt ja. Administrative macht es auch gut. Da gibt es Korruption. Diplomatische. Zack und fertig. Schließen. Okay, okay. Ja, unsere Truppen sind hier leider ausgelöscht. Die machen gerade irgendwie Urlaub oder so. Auch Blödsinn, ne? Das wird gerade kolonisiert von denen da. Und das läuft jetzt hier so wieder so richtig schlecht von Neufundland, ne? Ja, wir machen hier den harten Kampf unten in der Bretagne. Hier und kriegen da nicht wirklich das Land besetzt. Keine Ahnung warum, alles ist schon auf dem besten Weg. Jetzt hat unsere Flotte noch verloren, oder was? Das ist ja wohl der Hammer, ne? Schlacht von Ärmelkanal ist vorbei. Aha, die Schiffe sind aber alle heimgekehrt, oder wie sehe ich das? Das ist ja krass, oder? Okay. Gucken, wie weit die schaffen. Ich fand da oben in Hafen, ist auch cool, ne? Ja. Okay, vielleicht kriegen wir das hier mal wenigstens hin. Okay. Und diese beiden Schiffe. Gucken wir mal auch zu, dass wir die ja, dahin kriegen. Auch dahin. Auch dahin. Das sind schon alle Schiffe von uns jetzt. Super, ne? So, zack. 30 hatten wir. Machen wir da auch wieder 20. Die großen sind schon alle 5 weg, oder wie sehe ich das? Das ist ja der Hammer, oder? Das kriegen wir ja nicht hin, ne? Ist der Hammer, oder? Da machen wir uns jetzt keinen Kopf mehr drum, oder? Die Belagerung hier. Psst. 35, 25, 15. Muss doch schaffbar sein. Oh, tatsächlich geschafft. Gut, okay. Ich würde jetzt sagen, wir gehen in den Kampf und schauen, wie wir verlieren, so wie wir sehen. Okay. Mit so einer Übermacht gehen wir da baden. Ist der Hammer, oder? Jetzt halten die durch. Aber wir haben gewonnen. Okay. Unsere Moral ist schon oben. Deren ist unten. Also gleich nochmal rein. Aufgerieben. Okay, jetzt steht der Stand gerade hier bei 0. Also nichts Berauschendes. Aber wir machen hier eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.